Plastik, kommt näher an die Bühne. Das Ministry Agency Band Aid 2014. Ich würde mal sagen, das war Rock'n'Roll vom Allerfeinsten. Wir hatten die Hürde voll, gut 220 Besucher. Wir hatten wieder ordentlich Getränke und wir hatten genauso eine gute Laune wie letztes Jahr. Ja, es war richtig cool. Wir hatten ja letztes Jahr aus einer Schnapsidee herausgekommen, unser erstes Band-Aid, was schon total super war. Und als die Kollegen ankamen und sagten, los, wir wollen das dieses Jahr wieder machen, waren wir natürlich sofort dabei. Was uns sehr gefreut hat, ist, dass wir offensichtlich sehr gelernt haben aus diesem ersten Band-Aid. Natürlich hatten wir unsere allseits beliebten und immer wieder geforderten Klassiker am Start, wie zum Beispiel die Ministry Band mit der absoluten Band-Aid-Hymne We Are The World und diesmal mit einem zweiten Coversong, nämlich Happy von Pharrell Williams in einer Punk-Rap-Rock-Mashup-Version. Das war cool, das hat einfach Spaß gemacht. Toll war auch, dass Churchyard wieder dabei war, wieder als Opener direkt nach der Ministry Band. Letztes Jahr noch mit Ecky, dieses Jahr mit den Gravediggers, so eine Art All-Stars der Folkmusik, wenn man so will. Eine Reihe von großartigen Duetten, Gitarrenduette, Gesangsduette, ganz wunderbar als softer Einstieg in das ganze Event. Diesmal hat Churchyard sich eine Menge Feature-Support gesucht und hatte diverse Kollegen mit auf der Bühne und so hatten wir eine breite Range an verschiedenen Musikstilen, die da geboten wurden, von Rap bis hin zu klassischen Folk-Sachen, wirklich spektakulär. Dann zum Gas geben, The Most Famous Unknown, die die inoffizielle Hymne des Band Aid eigentlich mitgebracht haben. Give it to me, baby. Und natürlich als neue Band diesmal im Lineup Club of Revelation, die uns mit ihren eigenen Stücken begeistert haben und auch wirklich das Haus gerockt haben. Ein wirklich klassischer handgemachter Rock, das hat richtig Spaß gemacht. Und zum Ausklang auch ein Klassiker eigentlich des Band-Aids im Line-Up. Illskill mit bretthartem Hip-Hop, die richtig anständig hier die Bude gerockt haben. Diesmal auch in vollständiger Besetzung. Die Gesellschaft applaudiert, denn sie sind die Killer los. Alle, aber nicht, wenn du ein T-Rex bist. Ein T-Rex kann nicht klatschen. Häng die Arme in die Luft für mich. Abgesehen von dem massiv ausgeweiteten Line-Up, auch deutlich länger gespielt alle gemeinsam, haben wir auch uns versucht, im Drumherum in der Organisation zu verbessern, was uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Wir haben mördergeilen Sound gehabt diesmal, viel besser als letztes Mal. Wir hatten diesmal eine unfassbar fette Bühne. Einfach auch durch die räumlichen Veränderungen, die sich hier ergeben haben, hatten wir einfach mehr Platz in der Breite und hatten halt einfach mal eine richtig epische Stage mit einer Insel zum ins Publikum laufen. Und auch die PA, also die gesamte Technik hinterher, hat sich deutlich verbessert. Wir haben jetzt ein richtig schönes, fettes, elektronisches Mischpult gehabt, eine richtig starke PA mit allem drum und dran. Es hat also wirklich gewumst. We are the world!
Natürlich haben wir dieses Jahr auch wieder Spenden gesammelt, sonst wäre es doch kein Band-Aid. Dieses Mal haben wir ordentlich Kohle gesammelt für den Kampf gegen Ebola. Und wir haben ein Benefits-Gewinnspiel aufgesetzt, um unsere Gäste noch mehr zu Spenden zu animieren. Und wir hatten einen einarmigen Banditen in Form eines iPads aufgestellt und man konnte diverse Sachen gewinnen, von kleinen Giveaways bis hin zu einer echten E-Gitarre. Abgesehen von der guten Musik und dem tollen Abend wollen wir auch immer was sammeln für einen guten Zweck. Und das ist ja eigentlich das, weswegen wir das tun. Wir freuen uns, dass wir also jetzt noch eine höhere Spendensumme dieses Jahr hatten, die wir nach Afrika schicken konnten.